Bis heute ist der Mond besser erforscht als ein Großteil unserer Erde. Besonders der Teil unterhalb der Meeresoberfläche. Gerade mal 8% der Meerestiefe sind erforscht. So besteht weiterhin der Glaube an die Existenz von geheimnisvollen Wasserwesen. In diesen nicht erforschten Tiefen zog sich vor vielen Jahrhunderten folgende Geschichte zu. Es waren einst zwei Seepferdchen namens Sebastian und Sabrina. Sie waren ein verliebtes Ehepaar und lebten tief unter Wasser. Eigentlich hatten sie ein schönes Leben. Sie hatten genug zu fressen, viele treue Freunde und waren sicher geschützt, denn besonders das Hippocampenriff hatte es den Meerkönig Neptun angetan. Mit all seiner Macht schützte er besonders die Tiere, die dort lebten. Ach Sabrina, ich hätte so gerne Nachwuchs mit dir. Süße kleine Kinder. Gefällt dir der Gedanke etwa nicht? Doch schon, aber meine Mutter hatte schon starke Schmerzen bei meiner Geburt. Und diese Schmerzen möchte ich nicht haben. Ich würde dir so gerne die Aufgabe abnehmen. Das weiß ich, Sebastian. Aber du bist ein Männchen. Du kannst keine Kinder gebären. Genauso wie unsere Verwandten. Die Fetzenfische und die Seenadeln. Ja, ganz genau. Und unsere Verwandten wollen auch keine Kinder mehr bekommen, zumindest die Weibchen. Kein Wunder bei den Schmerzen, wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, dass ihr Männchen die Kinder gebärt. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich schwimme rüber zum Palast der Meere und trage unser Problem dem Meerkönig Neptun vor. Sicherlich kann er uns helfen, er hat schließlich magische Kräfte. Das würdest du wirklich machen? Du bist der beste Mann, den man sich wünschen kann. Dann schwimme lieber direkt los und komme schnell wieder zurück. Aber pass auf dich auf, mein Schatz. Ich werde schon auf mich aufpassen. Bis bald. Nun bin ich am Palast der Meere. Es sieht hier alles so riesig aus und ein wenig aufgeregt bin ich schon. Schließlich trete ich gleich einem echten König gegenüber. Ob er mir wirklich helfen wird, ich will es hoffen. Nanu, wer kommt denn da zu mir? Sebastian, das Seepferd? Du warst ja noch nie hier. Und sicherlich hat das einen guten Grund. Warum du heute bei mir bist, oder? Das stimmt. Aber woher kennt ihr meinen Namen, Meerkönig Neptun? Wie du schon sagst, ich bin der Meerkönig. Ich kenne jedes Tier, welches unter meinem Schutz steht. Aber nun zu dir. Was willst du von mir?
Ich möchte meiner Frau helfen und ihr eine Last von den Schultern nehmen. Doch das kann ich nicht ohne eure Hilfe, Hoheit. Denn ich habe nicht die Macht, die ihr habt. Ich erbitte euch, mir einen Wunsch zu erfüllen. Einen Wunsch möchtest du von mir erfüllt bekommen? Nun, eigentlich gehe ich auf solche Bitten nicht ein. Aber vielleicht könntest du mir ja beweisen, dass du es wert bist, einen Wunsch von mir erfüllt zu bekommen. So soll es sein. Wie kann ich mich euch denn beweisen, Eure Majestät? Du könntest versuchen, mir meine Krone wieder zu beschaffen. Denn ein Meerkönig ohne Krone ist kein richtiger Meerkönig. Wie ist euch eure Krone denn abhanden gekommen? Vor wenigen Tagen, hast du selber gemerkt, musste ich einen großen Sturm herbeirufen, da ein gefährliches Piratenschiff die Meere unsicher machte. Das Piratenschiff war gut gebaut, aber irgendwann ging es unter. Dabei fiel mir auch die Krone von meinem Kopf. Leider merkte ich es erst, als sie schon längst weg war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Wasserdrache Werner die Krone gefunden hat. Denn er ist der Einzige, welcher sich für Schmuck interessiert. Ich trage ja nur die Krone, weil ich das halt als König machen muss. Das ist gut möglich, aber wo finde ich denn diesen Werner? Schwimme von hier aus, immer in Richtung Süden. Irgendwann wirst du auf einen sehr großen Fisch treffen. Sein Name ist Ferdinand. Dieser riesige Fisch weiß fast alles. Und sicherlich weiß er auch, wo der Wasserdrache haust. Gut, dann werde ich mich mal aufmachen und nach Ferdinand suchen. Bis bald, königliche Hoheit. So machte sich Sebastian auf, den großen Fisch Ferdinand zu finden. Unterwegs schwammen ihm viele verschiedene Fische entgegen. Doch keiner der Fische war so groß, dass es aufgefallen wäre. Nach einigen Stunden, als Sebastian fast die Hoffnung aufgegeben hatte, Ferdinand zu finden, kam ihm ein riesiger Fisch entgegen. Entschuldigen Sie, Herr Fisch, aber heißen Sie zufällig Ferdinand? So ist es. Und wer bist du? Ich bin Sebastian Seepferd. Unser König Neptun sagt, du wüsstest eine Menge. Auch das ist ebenfalls richtig. Aber was will so ein kleiner Knochenfisch wie du einer bist, von so einem großen und klugen Fisch wie mir wissen? Knochenfisch? Ich? Seepferde werden auch Knochenfische genannt. Wir beide sind also theoretisch miteinander verwandt, auch wenn wir uns nicht ähnlich sehen. Selbst so allgemeine Sachen weißt du nicht. Das ist sehr traurig, Sebastian. Deshalb habe ich dich ja gesucht, weil du viel mehr weißt als ich. Sicherlich kannst du mir dann auch sagen, wo sich der Wasserdrache Werner aufhält, oder? Natürlich weiß ich das. Aber was hätte ich davon, wenn ich es dir sagen würde? Was verlangst du denn? Ich habe nur noch ein Auge. Mein anderes Auge verlor ich beim Kampf gegen ein neues Auge. Diese leere Stelle, an der vorher noch mein anderes Auge war, stört mich sehr. Ich würde diese leere Stelle gerne mit einer Perle füllen. Beschaffe mir eine schöne, runde Perle für meine Augenhöhle und ich werde dir sagen, wo Werner lebt. In Ordnung. Ich werde nach einer Perle suchen und dann wieder hierher zu dir zurückkommen. Mein Sebastian ist aber schon lange weg. Einerseits ist es gut, denn das heißt, dass er noch nicht vom Meerkönig verwiesen wurde. Andererseits mache ich mir schon Sorge, ob ihm vielleicht was passiert sein könnte. Sebastian ist klug und tapfer, aber er ist schließlich auch nur ein Seepferd.
Hoffentlich ist er bald wieder bei mir. Nanu, in dieser Ecke des Meeres war ich ja noch nie. Eigenartig und gleichzeitig schön sieht es hier aus. Aber wer ist denn das da drüben? Das kann ich ja kaum glauben. Da kommt ja tatsächlich eine richtige Meerjungfrau auf mich zugeschwommen. Träume ich oder bist du real? Also ich meine, bist du eine echte Meerjungfrau? Ich muss dich teilweise enttäuschen. Ich bin nämlich keine Meerjungfrau, sondern eine Seejungfrau. Ich habe nur damals meinen Heimatsee verlassen, weil ich mehr erleben wollte. Und wo kann man mehr erleben als im Meer? Mein Name ist übrigens Sangeeta. Und wie heißt du? Mein Name ist Sebastian. Eine Seejungfrau habe ich auch noch nie getroffen. Deshalb freue ich mich so oder so, dich kennenzulernen. Aber ich bin positiv überrascht, dass du so hübsch und nicht hässlich bist. Nun, ich bin halt, wie schon gesagt, eine Seejungfrau. Hässlich sind lediglich meine Verwandten, die Wasseraffen. Aber egal, was machst du hier? Ich habe dich schließlich hier noch nie gesehen, Sebastian. Ich suche eine Perle. Vielen Dank, aber ich muss dich enttäuschen. Ich stehe nicht auf Mischfisch-Ehen. Wie? Ach so, nein, so meinte ich das nicht. Ich suche nicht nach einer Partnerin. Ich habe übrigens schon eine. Ich bin auf der Suche nach einer richtigen Perle. Und zwar für den Fisch Ferdinand als Augenersatz, damit ihr mir sagt, wo der Wasserdrache Werner lebt. Ein Seepferd wie du bei einem Wasserdrachen? Du bist aber mutig. Dann scheint es dir wohl sehr wichtig zu sein. Ich kenne dich zwar noch nicht so gut, aber ich merke, dass du ein gutes Herz hast. Darum schenke ich dir eine meiner Perlen. Schau mal dort drüben, zu der alten Schatzkiste. Sie ist voll mit den schönsten und reinsten Perlen des Meeres. Dort darfst du dir eine von aussuchen. Vielen Dank, Sangeeta. Du bist mir wirklich eine große Hilfe. Das freut mich. Na dann alles Gute. Sebastian, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Und wie ich sehe, hast du auch eine Perle für meine Augenhöhle. So ist es. Hier hast du die Perle. Und nun sage du mir bitte, wo ich den Wasserdrachen Werner finden kann. Das ist eine wirklich wunderschöne Perle. So schön hätte ich sie mir nicht vorgestellt. Also gut, ich verrate dir, wo Werner haust. Aber ich muss dich vorwarnen. Vorwarnen? Wieso vorwarnen? Werner haust in der Totenkopflagune. Bitte, wo haust der? Ist er denn von allen guten Geistern verlassen worden? Kein normales Wesen traut sich dorthin, geschweige denn will dorthin. Das ist mir bewusst. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich da nicht hin muss. Dort herumzuschwimmen wäre ja lebensgefährlich. Das ist mir bekannt. Vielen Dank für deine Unterstützung, aber jetzt habe ich doch schon ein klein wenig Angst. Kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist ja jetzt nicht mehr mein Problem. Alles Gute, Sebastian. Ach, und sollst du wirklich in die Totenkopflagune schwimmen und es überleben, komm ich gern irgendwann mal wieder besuchen. Ja, mach ich. Leb wohl, Ferdinand. Und so schwamm Sebastian immer weiter aufs Meer hinaus. Je näher er der gefürchteten Totenkopflagune kam, umso dunkler wurde das Meer. Auch wurden die Fische, denen er unterwegs begegnete, immer weniger. Sebastians Herz pochte wie wild vor Angst. Es hieß, in der Totenkopflagune lauerten
nur die gruseligsten Fische. Vom Gespensterfisch über den Koboldhai bis hin zum Vampirtintenfisch traf Sebastian auf die eigenartigsten Meeresbewohner, die er sich hätte vorstellen können. Der Wasserdruck wurde immer schwerer. Und als Sebastian schon fast aufgeben wollte, erreichte er die unheimlich aussehende Totenkopflagune. Von wegen Lagune. Wenn dann schon Unterwasserlagune. Jetzt muss ich nur noch Werner finden und dann schnell wieder von hier verschwinden. Na nu, wer bist du? Du siehst nicht gruselig genug aus, um hier unten zu leben. Was willst du hier in meinem Reich? Mein Name ist Sebastian Seepferd. Und streng genommen ist das hier das Reich von Meerkönig Neptun. Die Totenkopflagune gehört schließlich auch noch ihm. Aber egal. Ich bin auf der Suche nach Werner, dem Wasserdrachen. Bist du ein Höhlenfisch oder bist du ein Knochenfisch? Hä? Wie meinst du das? Ja, bist du ein Blindfisch oder ein Seepferdchen? Natürlich bin ich ein Seepferd. Und was haben Seepferdchen, was Blindfische nicht haben? Augen. Na also, dann dürfte dir ja wohl nicht entgangen sein, dass ich ein Wasserdrache bin, oder? Das schon, aber ich weiß schließlich nicht, wie du heißt. Ach so, gut. Das macht dann Sinn. Ich bin der Wasserdrache Werner. Und was willst du von mir? Ich bin auf der Suche nach der Krone des Meerkönigs Neptun. Was willst du, schwaches Tier, denn mit so einem gewaltigen Schmuckstück, von dem so viel geheimnisvolle Macht ausgeht? Ich will die Krone Neptun zurückbringen, damit ich einen Wunsch frei habe, um meiner Frau Sabrina zu helfen und sie zu unterstützen. Und was wäre das für ein Wunsch? Ich würde mir wünschen, dass die Schwangerschaft und die Geburt von Seepferdchen und unseren Verwandten, den Grasnadeln, die Männchen übernehmen können. Was? Jetzt wirklich? Hast du so viel am Seegras genuckelt? So ein bisschen zu viel Lebertran gelutscht, wa? Du bist echt verrückt, oder? Aber ich finde es irgendwie toll, dass du deiner Frau diese Aufgabe abnehmen möchtest. Ja, ja, Neptun könnte so etwas möglich machen. Du hast Glück, denn ich habe tatsächlich Neptuns Krone gefunden und mitgenommen. Wirklich? Das ist ja klasse. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich sie abgebe, mein Schatz. Wie jeder andere Drache auch, trenne ich mich ungern von meinem Schatz. Besonders, wenn es um die Krone des Meereskönigs geht. Gibt es denn nichts, was ich dir vielleicht zum Tausch für die Krone geben könnte? Nein. Es sei denn, du würdest mir das Herz des Ozeans bringen. Falscher Film. Ach so, ja, dann bring mir die Träne des Wassergottes Ternu. Geht es etwas genauer? Einer holländischen Sage nach war Kolkol, der Gott des Waldes und der Vögel, neidisch auf die Macht des Wassergottes Ternu. Weil Kolkol wusste, dass er gegen die Macht von Ternu keine Chance hatte, befahl er dem riesigen Donnervogel, Ternu anzugreifen und ihm im Kampf seine Macht zu berauben. Der Flügelschlag des Vogels war der Donner. Und das Aufblitzen seiner Klauen waren die Blitze. Er war so groß, dass er auf Elefantenjagd gehen konnte. Stell dir das mal vor. Tötet, was trötet. Der Donnervogel konnte den Wassergott Ternu in einem Kampf zwar nicht besiegen, jedoch mit seinen Klauen am linken Auge verletzen. Der Schmerz war so groß, dass Ternu
eine Träne weinen musste. Stell dir das mal vor. Allerdings war diese Träne, weil sie seine erste Träne war, magisch. Diese Träne verwandelte sich augenblicklich in einen blauen Kristall und versank in den Tiefen des Meeres. Durch den Verlust dieser magischen Träne verlor Ternu auch viel seiner ursprünglichen Kraft. Nun war Kolkol der Stärkste und zwang Ternu, sich in eine wunderschöne Meerjungfrau zu verwandeln, damit Kolkol ihn zu seiner gehorsamen Frau machen konnte. Als sich Ternu weigerte, sich zu verwandeln, befahl Kolkol dem Donnervogel, Ternu bis in alle Ewigkeit mit seinen Flügeln ins Gesicht zu schlagen. Mit jedem Schlag verlor Ternu eine seiner normalen salzigen Tränen und machte so das Meer salzig. Und du willst, dass ich dir diesen blauen Kristall beschaffe? Wenn du Neptuns Krone haben willst, ja. Ich habe das Gefühl, dass es nicht einfach sein wird, diesen Kristall zu finden. Aber ich würde es zumindest versuchen. Wo finde ich denn diese Träne des Ternu? Du musst zum Wassergeist Vaton schwimmen. Er lebt in einem alten Schiffswrack, nahe des Marianengrabens. In solch einer Tiefe ist nur sehr wenig Leben möglich. Ein Seepferdchen wie du würde diesen Wasserdruck nicht aushalten und sterben. Es sei denn, es hätte eine Schuppe eines Wasserdrachen. Ich gebe dir gerne eine meiner Schuppen, damit du es aushältst, in dieser Tiefe zu schwimmen. Du musst wissen, Drachenschuppen haben magische Kräfte. Du musst lediglich auf ihr herumkauen und sie hinunterschlucken. Dann besitzt du für eine Stunde ihre magische Wirkung. Alles klar soweit. Aber warum schwimmst du dann nicht selbst runter? Schließlich hast du als Wasserdrache genug Drachenschuppen. Theoretisch würde ich gehen. Aber ich bin schon sehr lange Zeit mit dem Wassergeist Vaton im Streit. Als ich ihm vor Jahren mal eine Flasche seines selbstgebrannten Marianenschnappes aus gegorenen Seegras stibitzen wollte, war ich aus mit unserer guten Nachbarschaft. Dieser alte Knauserer. Seitdem haben wir keinerlei Kontakt mehr. Ist auch besser so, der stinkende Fisch. Und ganz ehrlich, ich bin zwar ein Drache, doch mit einem Wassergeist will selbst ich mich nicht anlegen. Da gehe ich ihm lieber aus dem Weg. Na gut, da gib mir mal eine deiner Schuppen und ich will versuchen, mit Vaton ins Geschäft zu kommen. Das nenne ich Mut und Kampfgeist. Kau kurz ein wenig drauf rum, schluck sie runter und dann mach dich auf die Socken. Schon runtergeschluckt. Na dann will ich mal zum Wassergeist. Bis später mal, hoffe ich. Etwas ängstlich, aber auch entschlossen, schwamm Sebastian immer tiefer. Fische, die ihn entgegenschwammen, wurden immer weniger. Das Wasser wurde immer dunkler und Sebastian fing an, durch den hohen Wasserdruck immer mehr Kopfschmerzen zu bekommen. Ohne Werners magische Schuppe hätte Sebastian noch mehr Schmerzen verspürt und wäre gar nicht in so eine extreme Wassertiefe gekommen. Er schwamm immer schneller und schneller, denn er hatte schließlich nicht ewig Zeit. Als Sebastian kaum noch die eigene Schnauze vor den Augen sehen konnte und vor lauter Anstrengung völlig außer Atem war, hatte er tatsächlich das Schiffswrack von Vaton erreicht. Unheimlich war es für Sebastian in diesem kalten, düsteren Gewässer. Respekt, wer hier leben will und kann, dachte er sich. Auch wenn er Angst hatte, einem Geist zu begegnen, so musste er Vaton dennoch suchen. Und natürlich musste Sebastian auch
auf seine Zeit achten. Denn er hatte schließlich insgesamt nur eine Stunde Zeit, von der schon 20 Minuten verstrichen waren. Warton, Warton, bezeig dich, Wassergeist. Oje, hast du mich erschreckt. Du hast mich doch gerufen. Hier bin ich. Dann bist du der Wassergeist Warton? Ja, der bin ich. Und wer bist du? Und was viel wichtiger ist, was willst du von mir? Großer Wassergeist Warton, mein Name ist Sebastian. Und ich habe mich auf den Weg zu dir gemacht, weil ich deine Hilfe brauche. Meine Hilfe? Wobei könnte ich denn einem Seepferdchen helfen? Ich will meiner geliebten Frau helfen und brauche dafür den blauen Kristall namens Träne des Ternen. Ah, darum geht es dir also. Nun, tatsächlich bin ich im Besitz dieses magischen und mächtigen Kristalls. Eigentlich will ich mich ja ungern von diesem besonderen Schatz trennen. Doch wenn du schon die gefährliche Reise zu mir nach hier unten auf dich genommen hast, scheint es dir wirklich sehr wichtig und ernst zu sein. Deshalb will ich mal nicht so sein. Doch was wärst du bereit, mir dafür zu geben? Was könnte ich einem Wassergeist schon geben? Jetzt weiß ich es. Ich schenke dir ein Lebensjahr von mir. Als Seepferdchen kann ich bis zu 5 Jahre alt werden. Wenn ich dir eines meiner Lebensjahre gebe, kann ich noch bis zu 4 Jahre alt werden. Ich vermache dir also ein Fünftel meines Lebens im Tausch gegen die Träne des Ternen. Mit diesem Lebensjahr kannst du für ein Jahr wieder in die hellen und warmen Bereiche des Meeres hochschwimmen und brauchst nicht in dieser kalten, einsamen und dunklen Wassertiefe deine Ewigkeit absitzen. Sich ein Jahr wieder lebendig fühlen zu dürfen, ist ein großer Luxus für mich. Also gut, ich gehe auf dein Angebot ein, Sebastian. Und hier hast du nun den Kristall, nach dem du gesucht hast. Die Träne des Ternu, das ist sie also. Vielen Dank, Warton. Und nun kommen wir zum zweiten Teil unserer Abmachung. Ich bekomme eines deiner Lebensjahre. Dann halte nun still, wenn ich dich jetzt berühre. Es wird dir wahrscheinlich kurz die Brust schmerzen. Mensch, das tat ganz schön weh. Aber das war's jetzt, oder? Ja, das war es. So nimm du nun den Kristall und kehre wieder zu den Deinen zurück. Ich werde mich von meinem Zuhause noch kurz für ein Jahr verabschieden und schwimme dann auch hoch. Vielleicht sieht man sich in dem kommenden Jahr mal.
Noch ein bisschen länger und ich hätte es nicht mehr lebend von da unten nach hier oben geschafft. Nee, mir ist ganz schwindelig. Aber ansonsten geht es mir gut. Na, wenigsten habe ich den Kristall und kann jetzt voller Stolz zu Werner zurück. Aber langsam, denn wenn einem schwindelig ist, soll man nicht so schnell schwören. Ansonsten wird das Meer grün. Altes Seepferdchen-Gesetz. Geschwätz! Gesetz, Geschwätz. Das ist eh dasselbe. Hallo Werner, da bin ich wieder. Und den wertvollen Kristall habe ich auch. Das ist ja unglaublich. Du hast es wirklich geschafft und nun ist die Träne des Wassergottes Ternu endlich mein. Zuerst bekomme ich von dir die Krone des Neptun. Was fällt dir ein, mit mir zu verhandeln? Du dumme Sau. Ein Wasserdrache verhandelt nicht. Niemals. Hörst du? Geh weg. Dann bekommst du den Kristall halt nicht. Also gut. Unter diesen Umständen kann ich ja mal eine Ausnahme machen und ein kleines bisschen mit mir verhandeln lassen. Aber nur dieses eine Mal, damit das klar ist und du machst mir ein vernünftiges Angebot. Na also, geht doch. Und nun gebe mir bitte die Krone, nach der ich verlange. Hier hast du die Krone, Sebastian. Und hier hast du Ternus Träne. Hat doch wunderbar geklappt. Also dann, mach's gut. Halt, warte. Eins musst du mir noch verraten, bevor du wegschwimmst. Wie hast du es geschafft, dass Vaton dir den Kristall gab? Das erzähle ich dir beim nächsten Treffen. Dann erzähle ich dir auch die ganze Geschichte. Wenn du magst, komm doch mal nächste Woche Freitag zu meiner Frau und mir nach Hause ins Hippocampenriff zu Besuch. Und fragt Barton auch, ob er vorbeikommen mag. Was? Du lädst mich ein? Das ist ja der Wahnsinn. Ich freue mich nicht, Märkchen. Ne? Ich wurde noch nie irgendwo hineingeladen. Ich komme gerne zu Besuch, aber Barton fragen. Naja, also gut. Ich kann ihn ja mal vorsichtig ansprechen. Also dann, bis nächste Woche, Sebastian. Bis nächste Woche, Werner. Hallo Sebastian, so schnell hätte ich aber nicht gedacht, dich wiederzusehen. Wie ich sehe, hast du ja die Krone bekommen. Das freut mich für dich. Wie hast du es denn geschafft? Hallo Ferdinand, es freut mich auch, dich wiederzusehen. Aber ich habe gerade keine Zeit. Komm doch am besten auch nächste Woche Freitag zu meiner Frau und mir ins Hippocampenriff. Werner wird auch da sein und dann werde ich euch alles erzählen. Ich bin ja eigentlich kein großer Freund von Besuchen. Aber für eine gute Geschichte bin ich immer zu haben. Wunderbar, dann bis Freitag. Oh, hallo Sebastian. Du hast ja die Krone bekommen. Ja, aber ich habe ja jetzt keine Zeit für lange Geschichten. Sei einfach nächste Woche auch bei Sabrina und mir zu Hause, dann werde ich dir die ganze Geschichte erzählen. Und wo wohnst du genau? Frag Ferdinand, ich muss los. Und wer ist jetzt Ferdinand? Ich!
eure über Algen bewachsene Majestät, ich bringe euch eure Krone wieder. Sebastian, das ist ja großartig. Nun bin ich wieder komplett. Ich freue mich so sehr. Es war sicherlich nicht einfach, die Krone zu beschaffen. Aber jetzt ist sie wieder da. Herrlich. So gebe sie mir. Und dann hast du einen Wunsch frei. Wie versprochen. Ein tolles Gefühl, die Krone wieder auf dem Kopf zu spüren. Und nun zu dir. Nenn mir deinen Wunsch. Nun, großer Meerkönig, ich liebe meine Frau Sabrina über alles und möchte ihr gerne die Schwangerschaft und die Geburt abnehmen, weil diese so anstrengend für meine Frau ist. Aber es soll nicht nur bei uns, sondern bei allen Seepferdchen so sein. Und vielleicht auch noch bei unseren Verwandten, den Grasnadeln. Das ist mein Wunsch. Ein sehr spezieller und eigenartiger Wunsch. Ein Wunsch, der eigentlich gegen die Gesetze der Natur ist. Aber ich hatte dir einen Wunsch versprochen. Und diesen sollst du auch erfüllt bekommen. Na dann sei es so. Ab dem heutigen Tage sollen bei den Seepferdchen und den Grasnarren die Männchen die Schwangerschaft durchleben. Die Geburt aufhalten und Kinder kriegen. Hab vielen Dank, eure schuppige Hoheit. Ich will nicht unhöflich sein, aber meine Frau macht sich bestimmt schon Sorgen um mich, da ich so lange wegblieb. Ich würde euch dann jetzt gerne verlassen und zu meiner Frau schwimmen. Mach das, Sebastian. Alles Gute und grüß deine Frau herzlichst von mir. Danke, das werde ich machen. Ein sehr mutiges Tier. Das kleine Seepferdchen Sebastian. Vielleicht ernenne ich ihn irgendwann mal zum königlichen Schatzsucher. Es gibt schließlich noch das ein oder andere wertvolle Schmuckstück, das mir über die Zeit verloren gegangen ist. Aber fürs Erste lasse ich Sebastian in Ruhe. Er soll jetzt erstmal das Wunder einer Schwangerschaft am eigenen Leib erfahren. Wie lange mein geliebter Sebastian schon fort ist. Ich komme fast um vor Sorge. Hoffentlich ist er bald wieder da. Und dann hat er mir bestimmt eine Menge zu erzählen. Hallo mein Schatz, da bin ich schon. Da bist du ja endlich. Ich habe dich so sehr vermisst. Wie war es bei Neptun? Ach Sabrina, das ist eine lange Geschichte. Lass sie mich dir nächste Woche Freitag erzählen. Dann kriegen wir Besuch von vielen neuen Freunden von mir. Ach übrigens. Liebe Grüße von Neptun soll ich dir ausrichten. Danke, klingt ja so, als ob du viel erlebt hättest. Weißt du, ich sollte Neptun helfen, seine Krone wiederzufinden, welche er verloren hatte. Und weil mir das geglückt war, hatte ich einen Wunsch frei. Oh, wie toll. Und was hast du dir gewünscht, mein Schatz? Mein Wunsch war es, dass fortan alle männlichen Seepferdchen und Grasnadeln schwanger werden und die Kinder kriegen, um ihre Frauen zu entlasten. Was? Das hast du dir gewünscht? Du bist so süß und der beste Mann, den sich eine Seestute wünschen kann. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Und ganz egal, was die Zukunft noch für uns bereithalten mag, durch unsere Liebe ist nichts unmöglich. Seit diesem Tag werden Seepferdchen nur noch maximal 4 Jahre alt. Ebenfalls stimmt es, dass männliche Seepferdchen und Grasnadeln schwanger werden und Kinder austragen. Klingt unglaublich, oder? Aber so ist es tatsächlich. Wie, ihr glaubt mir nicht? Dann fragt doch mal euren Biologielehrer in der Schule oder beim nächsten Zoobesuch doch mal die Tierpfleger. Die können euch das bestätigen.
Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, ob Seepferdchen noch andere Besonderheiten haben, die andere Fische nicht besitzen, richtig? Nun, da gibt es noch ein paar besondere Eigenschaften. Doch diese sind eher Stoff für eine andere Geschichte.